Okay, und willkommen zurück bei Toad Twitter Tracker. Ich habe im Buch 1 oder im ersten Buch alles erfüllt. Das zeige ich euch mal kurz. Ich habe da alle Bonusmissionen. Ah, jetzt sieht man auch, ich habe 3 Sticker. Also, man schaue. Ich habe überall Kronen. Alles gemacht. Nichts gemacht. Münze habe ich auch gemacht. Gemacht ebenfalls. Ja. Okay. Ja. Jo. Ihr seht, alles erledigt. Jetzt geht's weiter mit Episode 2. Und zwar mit wenig Licht und viele Geister. Oh. Hi Todd. Dankeschön. Oh ja. Kann man ja zum Glück besiegen. Ich sammle hier mal alle Münzen. Falls das helfen sollte, weiß ich ja nicht. Oh, schaut mal, hier kann man sogar hoch. Wofür ist das? Hier schaut man weiter. Wo muss man denn jetzt hier hin? Man kann die Geister ja alle besiegen, man muss die nur lange genug anleuchten. Jetzt natürlich hier was zu finden, ist natürlich noch schwerer, weil alles dunkel ist. Aber ich grase hier jetzt alles ab. Ich habe nämlich irgendwie keine Lust, immer alles zweimal zu spielen. Aber okay, macht ja auch Spaß, das Spiel. Also von daher, denke ich, geht das schon. Ich habe ja gesagt, das Spiel ist mein Lieblingsspiel im Moment. Ich finde es wirklich cool gemacht. Wurde doch nicht enttäuscht, dass das Spiel nach der ersten Episode schon zu Ende ist, sondern nur die erste Episode ist. Oh. Das war eine Falle. Ich habe noch nicht besiegen zu können, die Geister. Okay. Jetzt fragt sie nur, wo ich jetzt hin soll. Ich entscheide mich mal hier reinzugehen. Und das war richtig, denn hier war der zweite Kristall. Oder das zweite Juwel. Und jetzt muss ich wieder... Wo lang? Ich mag solche Geisterhäuser, die so dunkel sind. So ein bisschen rätseln. Das finde ich cool. Jetzt fehlt uns noch das dritte Juwel. Und das ist... Nein, da will ich nicht hin. Okay. Oh. Scheiße. Ah, die verschwinden. Ja, nett von euch. Dann, na gut. Ich wollte eigentlich 2 mit einer Klappe schlagen, hat nicht geklappt, aber ist ja auch nicht schlimm. Was passiert, wenn ich jetzt daran drehe? Ah, okay. Das dreht sich aber. Was habe ich davon? Irgendwie nicht ganz so viel, richtig? Oder doch? Ist hier eigentlich noch was? Nö. Auch nichts. Dann hier lang. Zum Stern. Geh weg. Gut. Alles gefunden.
So, ein kleiner Tipp für findige Abenteurer. Drücke B, um zum Titelbildschirm zurückzukehren. Dort kannst du bereits gespielte Episoden auswählen. Ja, das wissen wir. Alles. Gut. Oh. Hey. Dragadons Rache. Heißt der so? Also eine Revanche. Das ist cool. Der dürfte diesmal schwieriger sein. Und ich sehe schon, hier sind neue Elemente verbaut. Ja, ich kenne... Ach, du hast immer noch eine Beule. Das ist ja schön. Ja, ja, du bist... Oh, wow, ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. Das ist eine schlechte Idee. Jetzt lauf, 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 lauf. Alter. Aber ich mag's. Ich finde den Boss sowieso cool irgendwie. Oh, das ist echt fies jetzt aber. Man muss hier sogar... dahinter. Jetzt haben wir auch mal gleich alle Münzen. Ich weiß nicht, was man hier sonst noch so machen muss. Schnell wieder hier hinter. Denn da kann ich mich nicht verstecken. Oh, Mist. Ich mal sagen. Hier runter. Jetzt müssen wir wahrscheinlich spielen mit ihm. Das war eine Falle. Hoffen wir, dass da nichts ist. Oh oh. Das hat mich gerettet. Dankeschön. Oh mein Gott. Ja, nee, ist klar. Na toll, ich hab was übersehen. Hab ich jetzt was übersehen oder hab ich jetzt nichts übersehen? Ich chill gerade mein Leben und der hier ist total wütend. Ah, da kann man dann rein. Boah. Das ist aber schon der letzte Mist. Also. Hä? Also habe ich wirklich was übersehen? Ah, da kommt sie mit Hochkugeln. Das ist ja geil. Joa, die muss ich dann leider nachholen. Und jetzt wird er total wahnsinnig hier. Irgendwie. So. So, der geht da rüber. Okay. Sehr witzig. Machina. Danke. Warum wurde ich da jetzt getroffen, bitteschön? Todetta! Lauf! Jetzt schon wieder Beule. Richtig. Ja, zum zweiten Mal. Abgesoffen. Boing. Mein Stern, mein Stern. Gib her. Aha. Und tschüss. Okay, jetzt muss ich aber nochmal genau nachgucken, wo...
die beiden Kristalle sind. Keinen Schaden erlitten. Haben wir leider nicht geschafft. Naja. Gut, dann nochmal und die beiden Kristalle suchen. Dabei probiere ich jetzt auch schon die Zusatzaufgabe zu lösen. Witzig. Der ist gleich mal hier am Start. Ah, man kann da rein. Warum wusste ich das irgendwie? Na gut, ich sollte gleich... Oder... Am besten lieber vorher besser schauen. Epic Fail. Ja, schlau gemacht. Jetzt aber besser aufpassen. Hör auf hier rumzubrüllen. Gleich fliegt der ganze Vulkan ja auseinander. Capito. Hi. Und tschüss. Ah, und hier bei dieser... Plattform ist noch was. Komm. Das ist gemein. Blöd, Mann. Ich will dich schämen. Du müsstest mittlerweile ganz schön viele Beulen haben, oder nicht? Ich meine nur so. Ich meine, das Level habe ich im ersten Buch schon zweimal gespielt. Davon hat er schon zwei Beulen. Jetzt hat er, ja, gleich noch eine Beule. Aber okay. Wieder abhauen. Kann man sich da verstecken, das ist toll. So, jetzt noch höher. Oh. Und jetzt muss ich da sowieso hoch. Also. Und da rein. So. Gut, jetzt haben wir aber alles gefunden. Das ist schön. Und wir noch hier hochdrehen. Oben. Ey, geh mal da weg. Na gut, leider habe ich mich da unten blöd treffen lassen. Das mache ich dann aber offscreen. Weil, was soll ich euch jetzt noch zeigen, wie ich mich da treffen lasse? Oder halt auch nicht. Deswegen, das bringt's nicht. Es ist aber auch gemein, wenn der spuckt und man muss genau in dem Moment dieses Dings hier drehen. Das ist voll fies. Hey, jetzt wurde ich nicht getroffen? What the fuck? Gerade wurde ich getroffen, obwohl ich dahinter stand. Jetzt nicht. Seems legit. Boing. Und schon wieder auf die Glocke. Also ich als Drache hätte jetzt mal langsam genug. Oder? Meint ihr nicht? Ja, nochmal schön Lava schlecken. Lecker. Müsste sehr nach, naja, Stein schmecken.
Ja, gut, wir gehen jetzt trotzdem weiter. Die Dings habe ich ja. Lebe wohl, Glutspitze. Ah, okay. Ach so, der Drache hat sogar genug. Das ist ja gut dann. Oh. What the fuck? Jetzt kann ich sogar den Drachen steuern. Wie geil ist das denn? Muss ich alles zerdeppern. Oho. Und man kann leider die Ansicht nicht steuern. Also ihr könnt die Ansicht nicht drehen oder so. Tötete freut sich. Okay, war auch nur ein kurzes Minispiel. Hm, ja, ganz nett. Das Rätsel der Rotationsruinen schaffen wir jetzt auch noch. Ach, wieder diese komischen Viecher. Okay. Genau, lass mich da mal vorbei. Was macht das jetzt? Ach so. Kann ich da in den Sand? Ja, oder? Nice. Ja, da hast du recht, Toadette. Nice. So rum. Oh, was ist denn da unten? Münzen. Sonst noch was? Ich kann mir vorstellen, dass hier in den Wänden irgendwo was versteckt ist. Ich kenne Nintendo. Die machen sowas gerne. Hust Mario Bros. Bekanntestes Beispiel. Falls jetzt richtig war. Keine Ahnung. Scheiß S. Wörter. Nein, ich möchte jetzt darüber. Oder? Ist das richtig? Ja. Ist jedenfalls mein Edelstein. Das ist gut. Apropos, wie komme ich jetzt weiter? Zu den anderen beiden Edelsteinen. Was ist damit jetzt? Ah, okay. Damit kann man das drehen. Wow, das war knapp. Ach so, und bevor ich es vergesse, Part 9 und Part 10 von Toad's Treasure Tracker kommen jetzt noch mit 30 FPS. Part 11, 12 und so weiter kommen dann mit 60 FPS. Stellt euch Aua vor. Denn ich bekomme morgen die neue Elgato, mit der es dann auch möglich ist, in 60 FPS aufzunehmen. Jetzt muss ich, glaube ich, zurück, weil ich hier nachgucken will, was hier ist. Münzen. Münzen, Münzen und noch mehr Münzen. Ansonsten ist hier auch noch was. Nee. Ist hier nichts. Hä? Na gut, dann ist der sinnlos. Jetzt den letzten, der ist auf der anderen Seite. Oder wo ist der? Hä? Wo ist das in der Röhre, das letzte Juwel? Wow. Ach komm. Die sind ja auch so sauschnell. Na
daneben. Und die muss ich jetzt so rumdrehen, richtig? Ja. Gut, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr nachzugucken. Jawohl, die Münzen. Hm. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt irgendwas Wichtiges ist. Dass man es irgendwie als Sonderaufgabe oder so hat. Keine Ahnung. Ja, witzig finde ich das, ne? Ja, ja. Oh. Okay. Münzen. Ja, aber eure Münzen könnt ihr behalten. Ich brauche eigentlich den letzten Diamanten. Ah, den kriege ich von dir. Danke, Totti. Und jetzt ab zum Ziel. Sofern wir jetzt auch hinkommen. Und nicht diese blöden Viecher mir das vermasseln. Ne, da brauche ich gar nicht vorbei, sondern hier hoch. Mal kurz nachschauen, ob hier was ist. Münzen sind hier, sonst nichts. Vorsichtig zurück und zum Stern. Gut. Ah, da gab es einen geheimen Goldpilz. 3 Level? Ja, dann würde ich sagen, haben wir in diesem Part gut was geschafft und im nächsten Part geht's weiter. Ich suche inzwischen Zeit den Goldpilz und blende ihn euch im nächsten Part ein.